Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tag. Wir sind gerade in Budapest und wir sind jetzt auf dem Weg nach Bratislava. Bratislava, genau. Bin schon sehr gespannt, war noch nie da. Ich auch nicht. Und da fahren wir jetzt mal hin. Sind jetzt in Bratislava angekommen. Echt, Eindruck mega anders als Budapest, so. Bisschen abgeranzter, aber jetzt geht's mal ins Hostel und dann essen wir was und dann gucken wir mal, dass wir hier ankommen. Ganz, ganz anders als wo wir gerade herkommen, aber also Bratislava ist auf jeden Fall ein total Kontrast, aber auch wunderschön. Ich glaube, wir haben jetzt auch hier das perfekte Timing mit dem Sonnenuntergang aufgepasst auf dem Schloss. Also mein Eindruck von Bratislava ist ja mal mega schön. Kommt mir eher vor wie eine Kleinstadt. Und jetzt ist es weird, ist jetzt der nächste Tag schon. Wir haben gestern eine Free Walking Tour gemacht, die war echt sehr interessant. Sehr schön noch den Sonnenuntergang auf der Burg gesehen und haben uns dann ein bisschen zu viel in die Essenskultur von Bratislava gestürzt und sind dann vielleicht abgestürzt, egal. Also mein Kurzeindruck von Bratislava ist mega schön, aber das war es jetzt auch schon, weil für mich geht es jetzt nach Wien. So, wir sind jetzt hier am Ende von unserem Trip. Für mich geht es noch ganz, ganz bisschen weiter. Aber sag mal so, wie hat es dir gefallen, so die Tage? Das war echt eine Hammer coole Zeit. Ich glaube, wir haben aus den 5 Tagen so viel wie möglich rausgeholt und echt ein cooles Programm zwischen Kultur, neue Städte, neue Eindrücke, neue Menschen. Das war echt super. Ja, fand ich auch. War sehr kontrastreich, muss man vorhin sagen. Genau. Ja, dann mach's doch mal gut und wir sehen uns sicher mal wieder im Handel. Ja. Ich freue mich schon mega. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Ich habe jetzt 6 Stunden. Das ist ein neuer Rekord für einen kurzen Stopover. Ich habe 0 Plan. Ich habe nicht mal einen Research gemacht. Also ich hole mir jetzt eine Fahrkarte und dann geht's jetzt in die Stadt. Mein Hirn hat einfach mal das erste, was mir zu Wien einfällt, in Google Maps eingegeben. Das war der Prater. Und ich dachte, das wäre mein Park mit einfach nur dem Riesenrad, aber es ist ein kompletter Rummel. Ich laufe jetzt mal mehr in die Stadt rein und gucke mal, ob ich was Schöneres finde. Also wenn man jetzt hier ein bisschen rumläuft, merkt man schon, Wien hat eine schöne Ecke, wenn man sie dann findet. Ich war jetzt aber actually im Kino, weil ey, mein Kopf war so durch. Ich wollte einfach nur irgendwo reinchillen und ich
habe irgendwie sonst nichts dabei, mein Handy war nicht voll und dann dachte ich, hey geil, einen Film anschauen. Und es passt gerade zeitig auch noch. Jetzt gucke ich mir noch gerade hier ein paar Sachen an, aber es geht jetzt eigentlich zurück zum Bahnhof und dann sind wir auch beim Ende des Videos angelangt.